Wakizashi. Ist ja gut, dass ich ihm Mohen das beigebracht habe. So. Wakizashi plus 1 für Imoen. Kleiner Schild plus 1 für für Vikona. So, die stecken leider nicht so sonderlich gut. Plattenpanzer für dich. Das kann auch mal zu dir. Das geht zu Imoen. Plattenpanzer hat eine Rüstung von 3 und das, du hast eine Rüstung von 4. Und ja, der Rancor. Dorn, sofern die Dorn die Waffe führt, erhöht sich jeder verursachte Tod. Erhöht jeder verursachte Tod den ETW-Bonus für 24 Stunden um minus 1. Böse. Und ja, ist magisch. Und was für eine der hat eine Stärke von 19. Der Typ ist gut. Mhm. Also ja, ich habe ihn lieber dabei als Shati, muss ich sagen. Was für Fähigkeiten hast du? Gesundheit absorbieren und Waffe verkippen. Krass. So. Worum geht es, wie ihr wünscht? Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ach so. Mikonia ist überladen. Geht das alles mal zu dir? Dann bist du unser Waffenträger. Naja, und das kannst du auch haben. So. So. Aber ja, mit dem Rancor ist er gut ausgestattet. Ich wäre fast dazu geneigt, ihm die Rüstung zu geben. Aber nee, solange wir keine Ogerkrafthandschuhe für ihn haben. Wie viel Geschicklichkeit hast du? 16. Wenn ich dir das gebe, bist du bei minus 1, genauso wie Kigei. Mhm. Ja, das ist dann wahrscheinlich vorteilhafter. So. Dolch können wir dann auch verkaufen. Also wir können eigentlich alles verkaufen. Eigentlich können wir die Hellebarde auch verkaufen. So. Einen Helm könnt ihr noch gucken, auch wenn er mit dem Helm komisch aussieht. So. Jetzt müssen wir halt unseren Durchschnitt auf mindestens einen Punkt noch heben. Gut. Aber wir haben jetzt unser Team zusammen. Ich bin an der beeindruckenden Grube angekommen, die man die Mine von Nashke nennt. Die Leute hier sind ziemlich angespannt. Das steht wahrscheinlich hier. Ihr solltet mit dem Eigentümer der Mine sprechen, bevor ich versuche, sie zu betreten. Mhm. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also ja, wir sind oberhalb der Mine. Erstmal hier so umgucken. Ach ja, und Dorn-Kahns Rache. Ich habe einen finsteren Streit namens Don Ilkan gefunden. Er verfolgt die Mitglieder der Abenteuergruppe, der früher angehörte und die ihn hintergangen haben. Er scheint von durch und durch grausamem Wesen zu sein. Ich werde ihn während meiner gemeinsamen Reise im Auge behalten müssen.
Ja, ob das, obwohl er rechtschaffen böse ist. Wobei das halt einfach nur bedeutet, dass er irgendeine Form von Recht aufrechterhalten will. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oh, ein Ghoul. Zwei Ghule. Für die Ehre, verdammt! Ihr da stehen bleiben. Verzeiht mir, wenn ich euch belästige, aber ihr solltet euch der Gefahr bewusst sein, in der ihr euch befindet. Es gibt Monster hier, welche mit Hundeköpfen. Ich rate euch, nach Naschke zurückzukehren, wo ihr sicher seid. Eigentlich sind wir Abenteurer und hier, um zu helfen. Vielleicht könnt ihr uns erzählen, was in dieser Gegend so los ist. Wir könnten sicher noch ein paar Kämpfer gebrauchen. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr hin müsst, geht einfach nach Nordwesten. Dort oben ist die Mine. Emerson erzählt euch vielleicht, dass er keine Hilfe bräuchte, aber hört nicht auf ihn. Wir brauchen so viel Hilfe, wie wir kriegen können. Sonst noch etwas? Naja, es gibt da diesen verrückten Kerl. Ich glaube, er nennt sich Prism. Er arbeitet an einer Skulptur in einer Klippe. Ziemlich versponnen, wenn ihr mich fragt. Wir sehen uns dann später. Alles wegen des lieben Geldes. Geld und einen Ring. Gut. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Das wird kein Ende. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also ja, ich wollte Safana jetzt einfach irgendwie nicht mitnehmen, weil ich nicht wollte, dass sie mir ständig in sowas stöhnt. Muss ich leider zugeben. Sobald ich sie auswähle. Ich überlege mir nochmal, ob ich immerhin noch auch noch durch jemand anderen ersetze. Vielleicht finde ich ja auch einen neutralen Dieb. Wobei Safana war chaotisch neutral. Das hat man ja angemerkt. Lasst sie uns ordentlich verderben. So, wir gehen einmal im Kreis herum. Hier, oh, Lagerhaus. Okay. Da hätten wir auch reingehen können und es plündern können. Alles wegen des lieben Geldes. Ich höre zu. Fürs Erste. Worum geht es diesmal? Oh, ich bin ein bisschen angeschlagen, merke ich gerade. Wahrscheinlich durch die Wölfe. Ja, ich kann es mir auch leider nicht mehr überlegen, Schatil jetzt zurückzuholen, weil da, wo Schatil steht, komme ich nicht mehr hin. Ist lustig, ich kann das Gebiet in den Süden verlassen, aber nicht in den Süden weiterreisen. Okay. Ihr braucht nur zu fragen. So, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Hier ist Prism.
Das ist ja der Typ, der gesucht wird. Ach stimmt, das haben wir. Jared und der Bär, achso, das hatten wir. Hier gab's doch irgendwas. Ah, Ublick, der Kopfgeldeintreiber, genau. Hat uns sehr verwechselt gehabt. Okay, mal gucken, wie gut wir gegen den Wolf abschneiden werden. Ah, wunderbare Kreatur. Du bist mein Meisterwerk. Ah, wunderbare Kreatur, du bist mein Meisterwerk. Ich hätte diesen Markt nicht stehlen sollen, aber ich wusste mir keine andere Möglichkeit, den harmlosen Glanz deiner Augen Ausdruck zu verleihen. Ich habe getan, was getan werden musste. Ich habe meinen Laden verlassen, alle meine Aufträge vergessen und alles Geld ausgegeben. Ich muss dich vollenden. Warte, das ist jemand. Wer seid ihr? Der unerbittliche Grauwolf hat euch geschickt, nicht wahr? Wir kennen niemanden namens Grauwolf und wollen noch nichts mit ihm zu tun haben. Den Näher sei Dank. Ich fürchtete schon, es wäre um mich geschehen. Ich bin für ein Leben auf der Flucht nicht gemacht. Möchtet ihr vielleicht einen Bildhaufen geringen Verstande helfen, sein Götterbild zu vollenden? Bitte wacht hier, Grauwolf kommt bestimmt hierher, denn er hat es auf die Belohnung für die Edelsteine abgesehen. Ich gebe euch alles, was ich noch besitze, wenn ihr mir nur diesen Gefallen tut. Vielleicht solltet ihr mich mehr als Grauwolf fürchten. Vielleicht bin ich auch hinter dem Kopfgeld hier. Eure Sicherheit interessiert mich nicht. Ich werde mich doch nicht zwischen einen Kopfgeldjäger und seine Beute stellen. Also ja, wir nehmen, was wir kriegen können. Also, und da wir als Barde ja Künstler sind und ein bisschen ihn verstehen können oder er uns geben will, was er hat, und wir dann trotzdem immer noch das Kopfgeld kassieren können, helfen wir ihm einfach mal. Ich danke euch, denn ich kann diesen Ort so lange nicht verlassen, wie meine Aufgabe nicht beendet ist. Ich habe Schnelligkeitsdränge zu mir genommen, um schnell arbeiten zu können und habe seit Tagen nicht geschlafen. Ist sie nicht schön? Sie ist ein Mahnmal meiner Torheit. Ich sah sie nur ein einziges Mal am Rande von Evareska und brachte keinen Wert heraus. Ich ließ sie dahin ziehen und seither lässt mich mein Herz nicht mehr zur Ruhe kommen. An Grey Wolf kommt keiner lebend vorbei. Prism, dein letztes Stützchen hat geschlagen. Nein, noch nicht. Mein Werk ist beinahe vollendet. Bitte, ich flehe euch an. Spar dir das Gewissen, Trottel. Für mich bist du nichts weiter als Gold in meinem Beutel. Für dich kommt jede Hilfe zu spät. Wer sind eigentlich diese Schwachköpfe da? Also, dass du Schwachköpfe nennst, ist schon mal kein gutes Zeichen. Wir wollen mit diesem Kampf nichts zu tun haben. Bring ihn dorthin zurück, wo man ihn für seine Verbrechen bestrafen wird. Prism möchte nur sein Meisterwerk vollenden. Warum nicht? Was kann es schon schaden? Wer wir sind, ist nicht wichtig. Wichtig ist hingegen, dass wir bis an die Zähne bewaffnet sind und euch davon abhalten werden, ihm weh zu tun. Ich verscherble eure Schwertklingen beim Alteisenhändler. Wenn ihr euren Fehler erkennt, würde es leider schon zu spät sein, denn da seid ihr schon tot. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Ich hab keinen Bock zu reden. Sagt an. Aha. Ihr braucht nur zu fragen. Okay, Grauwolf ist ja halt etwas stärker. Und das hat sogar Nera eine Stufe eingebracht. So, er hat Geld. Er hat ein Langschwert. Das Nera für identifizieren muss. Vascona plus 2. Also ja, Kigen kann die Äxte mal wegpacken.
Und wenn ich kicke... Ja gut, Axt. Ich muss mal gucken, ob man eine gescheite Axt findet. Ja? Nera hat einen Stufenaufstieg. Zauber des zweiten Grades. 4 zusätzliche Trefferpunkte. 3 Sagenkunde. Mhm.